weiter geht's. Eintrachtstraße. Oh, da bin ich durch. Welle. Wunderbar. Da habe ich anscheinend, oder da wurde anscheinend irgendwas vergessen, was weiß ich. Da war ich nämlich ja gerade, also so weit waren wir noch gar nicht weg. Also vorne. Ne? Na, da hat er sich aber nochmal ganz gewaltig vorgeschoben. Oh, sag mal. Und dann nicht Gas geben. Vordrängeln und nicht Gas geben. Müller. Sehr schön. Was ist denn los? Ich hab doch Warnblinker an, mein Guter. So, servus. Weiter geht's. Weiter geht's. Langenberger Straße. Guten Abend. Sie wollen nicht einsteigen. Ist in Ordnung. Kann ich verstehen. Bleiben Sie halt stehen. Ist mir auch egal. Ist in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. So, und dann sind wir jetzt schon in einer neuen Stadt. Ich frage mich, wo der Nordfriedhof ist. Willy Brandtplatz. Der Willy Brandtplatz, Entschuldigung. Ja, hier sieht es schon eindeutig besser aus. Guten Abend! Was soll denn der Scheiß? Wir wollen jetzt ja keiner mehr einsteigen. Ich fahre zum Friedhof, Mensch. Es muss Grund genug sein, um einzusteigen. Alle Linien rechts rum. Na ja, gut. Warte! Vorsicht, Fußgänger! Ich sehe keinen. Rum mit der Möhre! So, 769 NE1. Südstraße. Jo. Da fahren wir doch gerne hin. Ich wollte auch schon mal richtig schön an der Detail anhalten wollen. Sind wir jetzt schon wieder in der Stadt irgendwie? Lustig. Also da, wo wir gestern gefahren sind. Lustig. Südstraße. Hier war gerade die Dellenstraße irgendwo. Dellenstraße, je nachdem wie das hieß. Ich habe hier irgendeine Anzeige. Da müsste ich eventuell mal nachgehen. Hier leuchtet irgendwas gelb mit zwei Zahnrädern und einem Pfeil auf. Ah, warum gibt es eigentlich keine Live-Kommentarbox? Was ist das? Das heißt irgendwas mit dem Funk. Das ist das ARS. Kann man das aktivieren bzw. deaktivieren? Ja, ja. Ich lasse es einfach mal drinnen. Mal gucken, was passiert. Da leuchtet ja noch eine Taste. Was ABS. Okay. Ist das jetzt aktiviert, deaktiviert, aber wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Wir fahren jetzt erstmal wieder weiter links rum. Christuskirche. Grüner wird's nicht. Grüner wird's nicht. Verflucht. In der letzten Minute gedrückt, junge Frau, ja? Einen wunderschönen Hallo. Guten Abend. Servus. Und raus geht's hier in der Kapuffetür. Hohenzollernstraße. Gerne doch.
Wenn es hier ab und zu mal leckt, dann liegt es nicht an meinen Rechnern, dann liegt es teilweise an OMSI und teilweise an der Map. Wurde vom Mod auch so geschrieben, die Map wurde nicht gerade Ressourcen ja, schonend gebaut. Was daran lag, dass... Boah, fährt der Scheiße. Ja, was daran lag, mit der, ach, Scheiße fährt, ne. Was daran lag, dass es glaube ich seine erste Map oder so war. Und er halt noch nicht so die Ahnung mit der Ressourcenmanagement von OMSI hatte. Deswegen werden nur aktuell hier Löwe plus 4 Kacheln nachgeblendet und die ganze Details-Dings von hoch auf mittel, unterstes Mittel gestuft und alles. Aber sieht ja an sich trotzdem nicht verkehrt aus. Aber halt solche Mikro-Ruckler können trotz all dem noch vorkommen. Das möchte ich bitte entschuldigen. Hallo my baby, lalalala. Ne, wie ging das Scheißlied? Wo ist so Klassiker? Holzzollernstraße. Herzlich willkommen im Nachtexpress. Nächster Halt. Hallo. Nächster Halt. Rosa Tütü. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis der Bus hält. Dankeschön. Ja, das ist immer schön, und ich weiß wohin. Sehr schön. Soll ich den mal Angst machen? Ich kann nicht bremsen. Nee, scheiße. Hat der Mikro-Ruckler gerade vorhindert. So, wir befinden uns auf der Hauptstraße. Sehr schön. Schlossstraße. Ja, unglaublich. Ja, hat er seine dritten gewonnen, oder was? Ja, ja. Schon manchmal unglaublich, wie die Fahrgäste sind. Unglaublich. So unglaublich, wie ich hier in der Mitte fahren muss, weil die parkenden Autos hier alles blockieren. Unglaublich. Unglaublich. Oh, waren ja immer mehr. Na ja, gut, Schlossstraße, wollen alle zum Friedhof. Na, servus. Abend. Na, alle zum Friedhof, ne? Ja, ja. Oder Leibniz-Keks beerdigt, du. Na, nicht traurig sein. Nichts ist für die Ewigkeit. Haben schon die bösen Onkels gesagt. Vielleicht mal ein Quiz in einen Let's Play. Das gab es bestimmt auch noch bei keinem Let's Player. Ein Quiz. Wer hat das zuerst gesagt? Nichts ist für die Ewigkeit. A. Jesus. B. Die bösen Onkels. Oder C. Olaf der Busfahrer. Schreibt eure Antworten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Zu verlosen gibt es ein Paket Luft und einen 5 Euro Aldi-Gutschein. Viel Glück. Habt Spaß. Felbert, Postamt. Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt. So, warum ich jetzt vor einer grünen Ampel so den Bus ausrollen lasse, ist mir auch nicht so ganz bewusst. Warum der jetzt hier so dasteht, ist mir auch nicht so ganz bewusst. Machen Sie die Tür auf, aussteigen, das ist eine Körperverletzung. Ja, mit das jetzt passierte, war auch mal wieder Arsch, klar? Ja, soll ich euch mal ein bisschen ärgern? Hier, mal ein bisschen links, mal ein bisschen rechts, mal ein bisschen links, mal ein bisschen rechts. Ja, gefällt euch das hier, kleinen Mösen hier hinten? Batsch, Junge! Was willst du denn jetzt machen, hä? Meine Herren, das riecht mich auf, ey. Machst du da eh mal, stupst du da eh mal ihn an? Ey, da wollen die gleich alle aussteigen. Das erwünsche ich mir bitte bei OMSI 2 nicht. Kriegst schon einen sibirischen Anfall, du. Alle Linien. Aber alle Linien, so in Ordnung. Steigt aus, steigt ein, geht mir nicht auf den Sack. Blöden Pisser hier. Ist ja Körperverletzung. Sie als Fahrgast eine Körperverletzung und eine seelische Zumutung fürs deutsche Lamm, du. Meine Herren. Könnt mich aufregen. Ich könnte mich aufregen, ich reg mich nicht auf. Seid ihr mir viel zu schade drum hier. Meine Herren, du. Scheiße! Egal. Parkstraße. Das war jetzt ein Rot mit Gelb vermischt, also vorn mit Beachtung. Parkstraße, wohin? Geradeaus oder wie? Ja, warte mal halt ab. Warte mal halt ab. Es geht nichts über Spritsparen. Hier vorne die 761, die mir ja gestern gefahren sind. Oder am Donnerstag, je nachdem.
ist grün! Es ist grün! Es ist grün! Es lag scheiße! Was geht denn jetzt los? Was sind das jetzt? Zugriffsverletzung! Boah, was geht denn jetzt? Was geht denn jetzt ab? Hallo, hallo! Hallo, was geht denn jetzt ab? Ey, was geht denn jetzt ab? Hallo! Hallo! Was geht denn jetzt ab? Ey, hallo! Hallo! Ja, ist in Ordnung! Hallo, was geht denn jetzt ab? Merkst du's? Hallo? Ist jetzt mal gut? Ist jetzt gut? So, ganz Ding im Arsch hier, ey. Was war denn das jetzt? Ja, lol! War das jetzt Gott, der sich gerächt hat, oder? Was war denn das jetzt? Ich sage mal. Hab ich ja auch noch nicht erlebt, also. Nee. So was. Was war denn das jetzt? War das jetzt ein Bug, oder was war denn das? Ja, mal gar nicht. Aber ich bin doch niemanden, ich bin doch nirgendwo hinten reingeklitscht, oder? Ey, ist ja übelst. Jetzt wird die Ampel hier nicht grün. Jetzt. So, geradeaus meines Erachtens nach. Schön halten. Ey, sag mal, alles was man hier ist, das ist ja nicht mal geheuerlich, was hier passiert. Ihr seid live Zeuge gewesen, live auf YouTube, Gespenster bei Omsi. Ich hab's genau gesehen. So, jetzt wird es langsam Zeit, wenn wir immer hier zum Friedhof kommen. Ich kann jetzt eh fahren, wie ich will, sitzt ja keiner hinten drin. Sind ja alle ausgestiegen. Die, ja, ich sag's nicht. Die Schisser. Fahren im Nachtexpress mit und regen sich auf, wenn ich ein Schild mitnehme. Es ist ja nicht vorhersehbar. Ein Össi, ein Bus und ein Nachtexpress. Was erwarten die sich? Blumen oder was? Unglaublich. Unglaublich. Parkstraße. Sind wir sogar richtig. So, hier haben wir die nächsten drei Opfer. Kommen Sie noch herein. Ja, ist klar, der fährt halt mit der 701 mit. Ist in Ordnung. Ich fahre ja nicht vom Sonst hier. Ja, die 701 ist immer so spät. Lieber Olli. Komm, 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 komm. Sehr schön. Dum, dum. Bergische Straße. Bin ja mal gespannt, wenn wir. Sag mal! Komm doch an, will die einsteigen? Hä? Wo sind die hin? Nö, will nicht einsteigen. Gut, geht's gleich weiter. Ja, wär ja mal. Ja, was denn? Vor! So, ich muss langsam aufpassen, wenn ich nicht mal hier allzu sehr schreie. Es wird nämlich langsam spät. Auch im Real Life, davon mal abgesehen. Nicht, dass seine Nachbarn hier hochkommen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Am Buschberg. War nämlich schon mal so der Fall, aber das war nicht beim Zocken, da hat meine Katze einmal gedreht. Da war die ein bisschen notgeil. Ein bisschen wild am Böbö. Und die hat die ganze Bude zusammengeschrien. Oh, das hat sich so schön angehört, ey. Ey, jetzt wird immer die Schlachten, ey. Meine. Alles in Ordnung bei Ihnen. Jo, jo, mir geht's gut, danke. Meiner Katze nicht. Sehr schön.
So. Am Buschberg. Will die mitfahren? Ist in Ordnung, danke fürs Statement. Danke fürs Statement. Jetzt komm ich. Ja, er hupt aus 300 Kilometer Entfernung. Hätte ich durchlassen sollen oder was? Wäre ich bis morgen früh noch nicht fertig. Mei, 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 mei. Ja, die Bullen, die ziehen rüber, die Sauen. Die wissen selber nicht, was mit der... Das war jetzt aber ganz, 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 ganz dunkles Gelb, Olaf. Ich hab's gesehen. Ganz dunkles Gelb war das. Hab ich jetzt den gerammt? Naja, oder? Ich hab da gerade was im Rückspiegel gesehen, aber... Ja, ja, Fata Morgana. Ne, Fata Morgana war das. So, pass mal auf jetzt. Jetzt machen wir mal einen übelsten Headshot hier aller Call of Duty. Vollbremsung. Gasgame, Vollbremsung und jetzt mit ein Zahn rüber. Das nennt sich dann in 360 Kofenscope. Biatch. Victor wie Straße. Alles klar. Gott sei Dank will hier auch keiner. Oh je, noch. Sag mal. Keiner einen aussteigen. Also geht's gleich mal direkt weiter. Wo führt uns jetzt das Schicksal hin? Finden wir es gleich heraus. Scheiße! Haben wir gleich durch die Straße geklitscht, das Ding. Bam! Geil. Naja, ist weggeklitscht, ist also nicht mehr da. Klinikum Niederberg, jo. Hier will anscheinend meine mitfahren. Gut. Ah, zwei sogar. Ne, eine. Guten Abend. Lass halt die Gusche zu, ist in Ordnung. Ist vielleicht manchmal besser so. Also ich habe keinen Unfall gebaut. Sonst wäre jetzt hier schon längst eine Meldung gekommen. Also vor uns hier bei der Kreuzung. Wäre schon längst die Meldung gekommen. Nordfriedhof. Oh! Das endet hier. Schön. Bitte alle aussteigen. Geil, letzte Haltestelle. Das ist nicht die. Wo ist denn hier ein Friedhof? Das sieht alles viel zu schön aus. Friedhof stelle ich mir so... Ja, stellt man sich einen Friedhof vor. Ich war noch nie auf dem Friedhof. Ja, ja. Nee, aber... Friedhof? Hello. Rote Ampel. Oh, wir dürfen nur links rum. Okay. Oh, na dann. Weil wir den Toten kein Abgas ins Gesicht blasen wollen, machen wir den Motor aus. Grüß dich. Das war auf jeden Fall hier der Svenny. Den Svenny, den kennt ihr, der ist so bei der Freiwilligen Feuerwehr LS13. Ne? Da ist der mit mir und also ich, also Olaf, Svenny und Ronny. Ja, wir drei Hechte. Wir fahren nur alle drei Bus. Nur ich krieg den Motor nicht an. Ja, und das war er gerade. War das was? Oh, was denn? Achso, das war jetzt gerade hier Signal, ja. So, Nordfriedhof. Immer noch kein Halt. Also ich fahre jetzt mal mit schlechtem Gewissen die Straße entlang, auch wenn ich ja das Gefühl habe, dass die endet hier hinten. Die endet hier hinten dementsprechend. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, die endet hier hinten. Wo ist denn die Haltestelle? Hol? So, auf zum, schön. Das ist richtig schön hier, ey, also. Digga, hast du richtige Wendestellen hier eingebaut, danke. Jetzt warte jetzt mal.
Ey, das könnte mich gerade mal ankotzen. Ich könnte hier hinten jetzt drehen, aber... Ja, ich drehe jetzt, Uwe. Das ist mir jetzt mal relativ... Ach du Scheiße. Ja, schön, Kollisionsabfrage. Das wird immer besser hier. So, na komm, rückwärts, 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 rückwärts. Ja, schön mit der Bus, wer extrem schnell rückwärts fahren kann. Da kann ich jetzt nicht die ganze Rücke hier. Oder? Ach, nö. Aber wenn ich jetzt hier runterbreche, komme ich hundertprozentig nicht mehr hoch. Das weiß ich jetzt schon. Toll, uns bleibt nichts anderes übrig, außer jetzt hier rückwärts zu fahren, weil ich hier nicht wenden kann. Die Straße ist definitiv viel zu klein dafür. Außer ich finde hier irgendwo mal eine Büschung, wo das dann nicht mal so aggressiv runtergeht. Da könnten wir uns ja mal versuchen. Ja, der wollte wohl schon aussteigen. Nur, wo war die Haltestelle dafür? Was ist denn los? Ich war auf der gegenüberten Seite. Fahr weiter. Ja gut, ah ne, mit Wurmblinker müsste er stehen bleiben. Ja gut, hält sich wenigstens andere stehen hier, mein Guter. Aber das sieht hier überall nicht besser aus. Puh, also mit dem Rückwärtsgang, du, da hat das Ding aber ein bisschen was, du. Ich biege jetzt trotzdem mal hier volles Gewissen einfach mal ein. In der Hoffnung, wenn ich wieder hochkomme von vom Asphalt. Weil das dauert mir jetzt ja eindeutig zu lange, wenn ich jetzt hier die ganze Strecke wieder rückwärts fahre. Ah, hier geht das sogar. Naja, dann läuft das doch. So, dann mal voll einschlagen. Und rum. Nee. War klar. War richtig klar, mit er mir neben anfährt. So, sehr schön. Dann sind wir jetzt wieder hier auf der Strecke und jetzt sagt mir mal, wo hier die Endhaltestelle ist. War wie immer. Die hier oder was? Die? Ja, dann selbst hätte ich hier keine Möglichkeit zu wenden. Keine. Und hier stand ja dementsprechend auch irgendwo, dass man... Ja, 1E Express... Hä? Jetzt bin ich jetzt total Banane hier. Ja, lol. Nee, ich hätte gerade ausgemusst. Na, lol. Was denn jetzt hier? Ich würde jetzt mal gern hier... Ich sag mal, ey. Da war doch gerade kein Schild, ey. Wenn ich mir das jedes Mal selber angucke, also, da lache ich mich... Also, was heißt, da lache ich mich? Da greife ich mir manchmal Ohr am Kopf. Riesengroß ausgeschildert, ja, und... Wie hier von Berlin, vom Rathaus der Freudenstraße zurück. Hat hier einer geschrieben. Es war ausgeschildert gerade links rum. Ich bin gerade ausgefahren, hab das nicht gesehen. Was ist ohne Scheiß. Sag mal, wird das mal hier grün? Ey, Vormensch, wer grün? Muss ich mal gucken hier. Ja, doch, tatsächlich. ME1 hier lang. Tatsächlich, 30er Zone. Ja, ja klar, hier ist Frieden. So was Beklopptes, warum hab ich das hier nicht gesehen? Ja, weil gut, was ist hier? Sieht aus wie Friedhof, sieht aus wie eine Gemüseanlage. Ja, und hier geht's weiter, Standard. Gut Leute, dann entschuldige ich mich für diesen kleinen Zwischenfall. Ja, schöner Friedhof. Gemüsegarten. In dem Sinne, das war's mit der Nachtexpress. Ich sehe gerade 44 Minuten, das heißt 22 Minuten pro Folge. Danke, danke, danke. Nicht zu danken. Gibt mir mehr Honig. Ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, trotz den Gefahren und alles. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Meine Stimme ist kratzig, deswegen kann ich jetzt nicht so rumbrüllen. Und es ist jetzt im Real Life halb 12 durch. Deswegen kann ich auch nicht mal so brüllen, aber... Ich denke mal, es gibt ja noch andere Linien, die werden wir alle mal durchsteppen und da werden wir schon dementsprechend unser Spaß dran haben. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.